Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ihr könnt sehen, wieder Sichlerfarmen. Aber diesmal bin ich auf dem Weg raiden und nehme nur schnell mal die Sichler mit, hier so vereinzelt spawnen. Ich bin in Eile, weil ich mich da vorne reinsetzen will. Problem. In 5 Minuten startet ein Raid dort. So, wir laufen an einem Sichler vorbei. Dann schnappen wir uns schnell und dann direkt zur Arena. Ich habe jetzt schon 2 angeklickt, immer noch kein Erfolg. Gesamt, keine Ahnung. Wie oft war ich da? 60, 70 wahrscheinlich. Leider kein Glück. Ich bin wahrscheinlich der Letzte hier in München, der die gefarmt hat und keinen bekommen hat. Naja. Ein Versuch haben wir jetzt noch. Komm. Spawne. Und leider nein. Auf geht's, raiden. Kleines Update, was meine Glücksfreunde angeht. Weil ich habe gerade einen neuen Glücksfreund bekommen. Das ist der erste Glücksfreund, den ich zum zweiten Mal bekommen habe. Ich habe in letzter Zeit eine Menge bekommen, aber die waren leider von außerhalb. Also schon länger keinen speziellen Glückstausch mehr gemacht. So, das ist die Kollegin. Grüße gehen raus. Und Grüße gehen raus an ihr scheinen Labgas. So, Grüße gehen raus an Blackie. Grüße gehen raus an Ace. Alles gute Kollegen von Twitter. Grüße gehen raus an Mew. Auch von Twitter und einer meiner Mods. Grüße gehen raus an David, einer meiner Zuschauer, der mir immer X-Raid-Einladungen sponsert. Ah ja, mit dem? Oh, shit! Ah ne, das war nächste Woche, oder? Wir wollten uns eigentlich treffen, nach dem X-Raid. Gestern waren X-Raids. Ich weiß nicht, ob er gestern meinte oder nächste Woche. Voll verplant. Ich glaube nächste Woche. Grüße gehen raus an Tommy. Grüße gehen raus an der Pilot. Das ist ein zweiter Account von 4K Drohne. Grüße gehen raus an Chaos Lady, kennt ihr. Grüße gehen raus an Corleone, einer meiner Supporter. Und Grüße gehen raus an Dark Teufel. Und Pumping Werner, Euler, Werner. Also ihr seht, eine Menge Leute, eine Menge Glücksfreunde, aber die meisten leider außerhalb. So, Gigatina Raid. Ihr seht es jetzt nicht, aber es ist richtig lustig. Also die Farbe vom Windschutz ist genau dieselbe Farbe wie, was ist denn das, ein Zeitungsding, auf dem hier gerade steht, von der Süddeutschen, keine Werbung. Auf jeden Fall da gerade 2 Jungs getroffen, die so, hey, wir kennen dich doch von YouTube, wir sind hier zu Besuch, wo kann man denn gut spielen? Ich so, jetzt genau hier, pack da Handys aus und mach den Raid mit uns. Schauen wir mal. Oh. Pack da Handys aus. Nicht vergessen. Gut, dass ich hänge hier. Mal schauen, ob das hier was wird. Hängen noch mehr. Wieso hängt das? So, geschafft. Schauen wir mal. Kleiner hängt irgendwie immer noch. Ich brauche einen 96er Angriff 15. Leider nicht. Diese Farbe übrigens. Nächster Gigatina Raid. Wir schauen mal, ob wir Glück haben. Und? So hoch waren wir schon lange nicht mehr, aber leider nein. Und übrigens 69. Nächster Versuch, Leute. Und ich habe Hoffnung. Wieso nicht? Wobei, ich habe mein legendäres Glück eigentlich schon ziemlich hart ausstrapaziert. Leider nicht. Wir verschlechtern uns wieder. Aber ein paar Versuche haben wir auf jeden Fall noch heute. Voll das versteckte Café. Ein Raid machen wir noch hier. Dann geht's auf zu einer Lapras Quest. Ich habe heute schon auf dem Weg hier eine Lapras Quest gefunden. War relativ hoch, aber
Nicht shiny. Aber ich brauche auch kein shiny mehr. Ich kann es lieber euch anderen. Aber lag auf dem Weg, kann man schon mal mitnehmen. Was ist denn das für eine Figur? Abstrakt, Alter. Was steht denn da? Galerie Terminus, Dietrich Klinge, Wannabe, Bronze. Naja. Schauen wir erstmal unser Giratina an, das ist wichtiger. Giratina. Es hat 71, der höchste heute, aber leider nicht gut genug. Nächster Raid, nächste Chance. Wir sind gespannt. Also ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr gespannt seid. Und knapp. Der ist es leider nicht. Ich glaube, das ist ein 93er oder so. Der reicht nicht ganz. Im 90er Bereich muss es sein. Richtig knapp. So, ich glaube, der letzte Versuch heute. Danach mache ich noch ein paar Arena und schau einmal beim Sichtlimester vorbei. Einfach so beim Vorbeigehen. Anders lohnt sich das Nest einfach nicht. Einfach einmal vorbeigehen, alles Spons abwerfen und dann weg und dann nochmal irgendwann kommen. So, schauen wir mal. Letzter Versuch für heute. Ein, zwei Tage ist er, glaube ich, noch da. Wieder der 87er. Der ist auch 96, aber Tag 13. 13, 15, 15. Leider. Knapp, so knapp. Zweimal. So, fertig gradet. Ich check mal die Lapras Crest. Und? Leider nicht. Ja, das war's vom kleinen Abenteuer. Zwei 96er gefangen, aber beide Tag 13. Nicht das, was ich haben wollte. Heute ist der letzte Tag. Mal schauen, ob noch was geht. Also ein, zwei Raids bestimmt. Und wenn nicht, dann muss man halt auf die Glücksfreunde hoffen und dass da mal aus einem Lucky-Tausch irgendwas Gutes rauskommt. Wobei, ich meine, Giratina ist nicht schlecht. Also das ist ein sehr guter Geistangreifer. Irgendwie wurde der unterschätzt. Dann wurde der gehypt. Und jetzt wieder unterschätzt. Ich weiß echt nicht, was los ist. Aber das ist ein guter Geistangreifer und man kann mehr als einen gebrauchen, auf jeden Fall. Sprich, ich werde jetzt meinen 96er Attack 14 maxen. Morgen für euch im Video. Und wenn ich da noch einen Glücks bekomme, der gut ist, werde ich den wahrscheinlich auch noch maxen. Also keine Panik. Da stellt sich natürlich die Frage, was der nächste legendäre Filler Raid Boss sein wird. Ich habe keine Ahnung. Wird wahrscheinlich heute irgendwann angekündigt. Ich meine, es stehen ein paar Sachen zur Auswahl. Ich habe hier mal den Pokédex von Gen 4 offen. Es gibt noch viele Legendäre, zum Beispiel Regigigas, dann dieses Seen-Trio, das mal auf irgendeinem Bild zu sehen war. Dann diese zwei blauen kleinen Viecher. Also es gibt noch eine Menge Auswahl. Es kann auch sein, dass irgendwas Altes mal wieder zurückkommt, so wie Rayquaza da. Wir haben jetzt erstmal Boden-Event natürlich, startet jetzt dann heute Abend, ab 22 Uhr glaube ich. Müsste, wenn alles richtig freigeschaltet wurde, genug Spieler da waren, genug Leute aufgeräumt haben. Godon, beziehungsweise Shiny Godon am Start sein. Ich denke trotzdem, wobei vielleicht könnten wir... Es müsste eigentlich auch ein normaler von der Raid Boss kommen. Sie können auch irgendwas shiny zurückbringen. Keine Ahnung, jetzt die drei Raubkatzen oder sowas. Für eine Weile, für eine Woche oder so. Jetzt so Mai eine Woche, dann Juni eine Woche, dann Juli eine Woche. Was ich aber eher nicht glaube. Aber wir werden es heute Abend sehen. Und dann wie gesagt, Boden-Event startet auch heute Abend. Kann man sich schon mal gönnen. Vermehrt Staub und Bonbons für Boden-Event-Pokémon. Und krasse Folge Game of Thrones heute. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde es mir wahrscheinlich jetzt noch anschauen, bevor es losgeht mit dem Tag. Weil ich kann es einfach nicht abwarten. Die Folge wird krass, zu krass. Gönnt euch die Folge, gönnt euch noch einen Giratina. Der ist echt gut und ist der letzte Tag. Kann nicht schaden, da noch ein paar zu machen. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab.
vergessen, Pokémon ist serious business.